Wir hatten im Dezember über mutmaßliche Verstöße gegen Mitarbeiterrechte bei Amazon in Winsen-Lue berichtet. Es ging um Druck und um permanente Überwachung. Auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann hatte darauf mit deutlichen Worten reagiert. Wir haben heute durch die mediale Berichterstattung davon Kenntnis bekommen. Die Arbeitnehmer auch bei Amazon haben ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Diese Grenzen müssen eingehalten werden und ich appelliere, sollte es sich bestätigen, dass diese Vorwürfe stimmen sollten, sehr an die Unternehmung, diese rechtlichen Vorgaben auch zu beachten. Wir werden dieser Sache nachgehen. Ja, man werde der Sache nachgehen, hieß es. Jetzt, ein halbes Jahr später, wollten wir wissen, was hat sich denn getan? Gab es Konsequenzen? Deutschlands modernstes Amazon-Werk in Winsen. Zwei Wochen arbeitet Panorama 3-Reporter KW verdeckt im vergangenen Jahr hier als Packer. Ihm fällt gleich auf, über ihm hängen Kameras. In den Gängen, in den Spindräumen und im Produktionsbereich. Später fragen wir Amazon, ob sie damit ihre Mitarbeiter überwachen. Das wäre rechtlich heikel. Amazon erklärt uns, es gebe gar keine Kameraüberwachung an den Arbeitsplätzen. Das ist damals eine Lüge. Denn tatsächlich hängen im Werk mehr als 400 Kameras, viele auch an den Arbeitsplätzen. Monate später rudert Amazon zurück. Kameras gäbe es, aber Mitarbeiter würden mit ihnen nicht gefilmt. Man habe nachgebessert. Die Kameras haben nicht überall optimal gehangen. Es gab auch mal Kameras, die waren falsch. Und was aber auch gemacht worden ist, wenn eine Kamera an der Fördertechnik ist und sie hat so einen Einblickwinkel, wo man auch Mitarbeiter sieht, dann muss die halt geschwärzt werden. So, und dann muss man sich jedes Bild dann anschauen von jeder Kameraeinstellung und muss die dann auch im Nachhinein schwärzen. Aber es gab keine Kameras, die wir jetzt umgehangen haben, weil wir sie vorher alle haben die Mitarbeiter kontrollieren lassen. Das gab es nicht, nein. Ob das so stimmt und ob Amazon gegen den Datenschutz der Mitarbeiter verstößt, prüft seit einem halben Jahr die Datenschutzbeauftragte. Sie hat nach dem Panorama 3-Bericht ein Verfahren eingeleitet. Nun gibt es einen Zwischenstand der Prüfung. Die Videoüberwachung in den Spindräumen war so nicht erlaubt. Die Kameras dürfen nicht mehr die ganzen Räume erfassen. Die Videos nicht mehr länger als 7 Tage gespeichert werden. Nach Panorama 3-Informationen haben die Kameras auch Mikrofone. Sie wurden laut Amazon deaktiviert. Dazu Bereiche, in denen Mitarbeiter stehen, laut Amazon geschwärzt. Reicht das? Thilo Weichert war jahrelang Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein. Ist gegen amerikanische Großkonzerne wie Google oder Microsoft vorgegangen. Einzelne Bereiche schwärzen überzeugt ihn nicht. Sehen könne Amazon immer noch genug. Nach den Bildern, die ich gesehen habe, wird wirklich der gesamte Arbeitsplatz erstmal erfasst mit den jeweiligen Mitarbeitern. Und dann sind diese Daten natürlich dann auch zu Verhaltens- und Leistungskontrollen geeignet. Und dann bedarf es wirklich klarer Regeln, dass diese Bilder nicht für eben zum Beispiel Kündigungsverfahren oder für Ansprachen der Mitarbeiter genutzt werden. Laut Amazon bekommen Vorgesetzte die Bilder nicht zu sehen. Die Kameras müssten auch das Gewerbeaufsichtsamt interessieren. Das Amt ist zuständig für den Arbeitsschutz und Kameras sind arbeitsrechtlich heikel. Was sagt die Behörde? Wochenlang versuchen wir herauszufinden, ob es Amazon kontrolliert hat. KWs Rückmeldung ernüchternd. Ich habe jetzt mit dem Gewerbeaufsichtsamt gesprochen, aber die sagen uns weder, ob sie bei Amazon waren, um es zu kontrollieren, noch ob sie irgendwas festgestellt haben. Noch nicht mal ein Gespräch ohne Kamera möchte man hier mit uns führen. Wird nun der Sache nachgegangen, wie angekündigt, oder nicht? Das möchte auch Eva Viehoff von den Grünen wissen. Sie hat der Landesregierung Fragen gestellt. Die Antwort, man habe Amazon im vergangenen Jahr einmal besucht. Mehr erfährt auch sie nicht. Jetzt stellt sich die Frage, haben Sie die Kameras, die Überwachungsmaßnahmen dort gar nicht gesehen oder als eher nebensächlich erkannt? Oder ist das Gewerbeaufsichtsamt tatsächlich auch erst nach dem Bericht des NDR dort tätig geworden? Amazon betont auf Anfrage erneut, die Kameras würden nicht der Überwachung der Mitarbeiter dienen. Die Grünen wollen das nicht einfach blind glauben, sondern Antworten von den Behörden. Was sie bisher wissen, reicht ihnen nicht aus. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass die Arbeits
Gesetzgebung dort nicht eingehalten wird und dass dort auch die datenschutzrechtlichen Vorgaben so nicht eingehalten werden. Das Problem ist, dass die Mitarbeiter nicht ansatzweise überblicken können, wofür diese Daten genutzt werden. Sie müssen immer befürchten, dass dann diese Videobilder dann auch für Verhaltens- und Leistungskontrollen, für Ermahnungen, vielleicht auch für eine Kündigung genutzt werden. Und schon allein dieser psychische Druck ist eine Belastung und ist aus arbeitsrechtlicher Sicht nicht akzeptabel. Wir sind eins. ARD.